Darf ich's behalten? Ausprobieren. Da ist der Bruder! Tötet ihn! Ich heile. Nämlich. Der ist lustig. Den mag ich. So, jetzt haben wir statt zwei. So. Ich stehe. Jetzt schauen wir gleich in die Hütten rein. Kirche. Kirche. Ja, eine hübsche Kirche. Ah, bei euch kann man so Lieder kaufen und so Bass, ne? Willkommen in Downby. Es sind dunkle Zeiten und nur wenige bis... Ich könnte ein wenig göttlichen Segen gebrauchen. Ihr habt immer brav gespendet. Daher habe ich ein Geschenk für euch. Okay. Ah. Ah. Schön. Das ist schön. Ein paar Sachen für später angucken. Los, da ihn. Ist der Bruder! Tötet ihn! Run straight! Der Typ hat natürlich schon verloren, aber... Heilung? Ah, das macht sie gut. Das macht sie super. So. Ich stehe auf. Weiß ich doch. Schenke, Schenke, Schenke. Trinken. Hallo? Kommt her und zeigt, was ihr könnt! Habt ihr nicht Lust, bei unserem kleinen Wettbewerb mitzumachen und eure Künste zu zeigen? Gibt auch was Schönes zu gewinnen. Wir haben noch Zeit. Ich könnte ein bisschen Silber gebrauchen. Ich bin dabei. Er hat den weiten Weg aus Juten nicht gescheut und heute ist er hier. Der Barde! Einen Gewinner! Schön. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Es freut mich. Ihr solltet einfach hier... Ich hab's ja gewusst! Hätten wir bloß die Rituale abgehalten dies Jahr! Schön gehört. Was darf es denn sein? Wie wäre es damit? Ah, das ist vielleicht ein Stout. Kräftiger, malziger. Das nehme ich. War das gut. Kommt bald wieder. Mach mal. Was sagt man dazu? Das war tatsächlich der Barde bei diesem Wettbewerb. Greift ihn euch, Brüder! Okay.
Situation der... Komm her! Hi. Euch nicht zu sehr wegen all der schlimmen Dinge in letzter Zeit. Ein großer, gut gebauter, mutiger Held wird uns retten kommen. Lasst mich wissen, wenn ihr solch einen Mann seht. Nett. Danke. Wie wär's mit mir? Wir leben in dunklen Zeiten. Es gibt Gerüchte, dass selbst die Toten sich aus ihren Gräbern erheben. Ist nicht wahr. Okay, das ist dann, da kämen wir dann raus. Da ist der Brüder! Tötet ihn! Round 3! Lässt sich der Angriff. Das ist der Angriff von dem Kleinen. Er hält auch einen Fehlschritt, wenn er down ist. Das ist super. Das ist der Aikendrum. Sehr cool. Hi. Kommt auch in dem Biersong vor. Der Aikendrum. Der Barde streifte durch die besetzte Stadt und fand sich schließlich, wie so oft, in der örtlichen Schenke wieder. Das Aikendrum war beliebter Tummelplatz aller Trunkenbolde, Taugenichtse und Trickdiebe, die sich ihren Lebensunterhalt auf der Straße verdienten. Der Barde fühlte sich gleich wie zu Hause. Tue ich das? Na dann. Spring. Geht ja nicht. Hallo, hübsche Frau. Hier haben wir den Junkwirt. Sprechen wir mit dem nochmal. Was darf's denn sein, Barde? Phyllis Fusel. Plus, 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 plus. Plus, 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 plus. Plus, was plus, ist plus, damit? Plus, plus. Captain Fargos feiner Tropfen? Ihr habt Geschmack, wie ich sehe. Da sind unsere besten Äpfel und Honig drin. Dann muss das Ganze gären und in Portweinfässern reifen, bis es den Geschmacksknospen schmeichelt und das Herz erwärmt. Gebt mir ein Glas davon. Ah. Das habe ich jetzt gebraucht. Beehrt uns bald wieder. Bin klar. Willkommen, mein Sohn. Hörte schon, dass ihr in Downby seid. Wissen schon viele in der Stadt davon. Ist viele Winter her, dass einer auf seinen eigenen zwei Beinen aus dem Norden kam und nicht mit den Füßen voraus. Mir fiel auf, dass mich die Einheimischen sehr zu mögen scheinen. Ganz recht. Die Prinzessin wusste schon, dass ihr auf dem Weg zu eurem nächsten Ziel hier durchkommt. Hat mich geschickt, um euch in dieser gottverlassenen Stadt zu helfen. Bisher wart ihr mir eine große Hilfe, muss ich sagen. Niemand mag eine Nase weiß, mein Sohn. Hätte euch nicht helfen können, an den Wachen vorbeizukommen.
Diese Droiden haben die ganze Stadt auf den Kopf gestellt, um euch zu suchen. Wollen euch mit aller Kraft daran hindern, unsere Herren zu befreien. Hätten mich kalt machen können. Aber sicher doch. Und wie also gedenkt ihr mir zu helfen? Weiß ein paar wichtige Dinge für euch. Westlich von hier, da lebt ein Mann. MacWrath heißt er. Hüter der Schattenaxt ist er. Und die braucht ihr, um in den nächsten Turm zu gelangen. Aber nur, wenn ich seine Katze rette oder ihm ein Juwel klaue oder seine lang verschollene Verlobte finde. Verstehe schon. Alle wollen den Barden ausnutzen. Ach, ein zynisches Mannsbild seid ihr. Aber am Ende seid ihr ja deshalb noch am Leben. MacWrath ist einer von uns, Jungchen. Hütet die Axt nur für euch. Bloß holen müsst ihr sie euch. Und ihr hättet sie nicht einfach mitbringen können? Und riskieren, dass die Droiden sie kriegen? Wäre wahrhaftig dumm von uns. Schon riskant genug, dass ich mich hier mit euch treffe. Nehmt euren Kopf auch mal zum Denken, nicht bloß zum Schwätzen. Das klingt recht vernünftig. Aber werdet nicht frech. Vergesst nicht, ich bin euer Retter. Schafft euren Hintern hier raus. Geht in die Greenlands und findet MacWrath. Schön. Schmeckt nach Haggis. Boah. Boah. Also, jemand von euch schon mal Haggis gegessen? Also, gefüllter Schafsmagen oder Schweinemagen gefüllt mit Schafs- und oder Schweineinnereien? Und dann einfach nur gekocht in einem Topf mit Wasser, so ungefähr. Ich war mal einmal in Schottland. Und das probiert man halt einfach. Aber was probierst du als Europäer genau einmal? Lass uns jammen. I'll tattle a tale that is terribly true. Started out as a rumor, but suddenly grew. And a deal's with a man and a horse and a ring. So settle on in and our song we shall sing. It happened one day in a ring by a farm, something that tragically brought us much harm. How could a place so bonnet with charm create such a beast with a spear for an arm? And death and destruction is what you'll get when he's coming for you, and your kilt you will wet, and he's big and he's strong. It's quite plain to see that this is the tale of the knuckle of thee. Knuckle of thee, knuckle of thee, are big and evil and heinous. Who could it be to set you free? It really must be an anus. Oh, knuckle of thee, it's easy to see in the terror you leave. It's raining on me, the village is burned, and the tavern's a mist, and the beer's all gone, and the elders are pissed. And if they ever should find the fool, hang him upside down by his tool and spin him around until he gets sick. That should do the trick. Hey! Knuckle of thee, oh knuckle of thee, the terror you offer is high class. Who could it be to set you free? It really must be a dumbass. Knuckle of thee, oh knuckle of thee, the horror you furnish is widespread. Who could it be to set you free? It really must be an ox head. Everyone knows no blood should spill in the sacred ring by the farm on the hill. And if this ever happens, then death you should fear. He'll kick in your nuts and he'll serve them with beer. So one final thought before I depart. And this, my friend, comes straight from the heart. We'd all be fine if not for that bill and that horse-killing wanker who opened up hell. Knuckle of thee, oh knuckle of thee, we cannot win, we must admit. Who could it be to set you free? It really must be a dimwit.
knuckle of thee, are big and evil and heinous. Who could it be a set you free? It really must be an anus. Naja, ihr wisst ja, über wen die jetzt gesungen haben, ne? Der Song ist auch seiner Meinung. Je stärker der Barde ist, desto mehr Schaden kann er mit Nahkampfwaffen anrichten. Quatsch mir nicht immer in die Mod, Alter. So, ich hätte gern Vitality. Eine hohe Vitalität verbessert die Gesundheit des Barden, sodass er im Kampf schwerer zu besiegen ist. Ermöglicht es dem Barden, Flegel zu benutzen. Wir haben ja immer diesen Flegel dabei, den würde ich jetzt auch gerne einfach mal lernen und dann benutzen. So, den hier. Okay. Das war's hier, ne? Wir haben eine Aufgabe, wir haben eine Quest. Ich stehe. Okay, mach den Fliegen. Es heißt, die Stadt Kirkwall wurde von einem schrecklichen Monster zerstört. Das ist wahr. Wo habt ihr denn das gehört? Da vorne. Die kenne Rossi. Angriff! Da ist der Brüder! Töte ihn! Ich sehe euch, Barde! War ich hier nicht schon? Na, hier waren wir schon. Umdrehen! Das Problem ist immer. Ach, der braucht nicht lang. Da ist der Brüder! Tötet ihn! Ja, das ist schon ordentlich. Ordentlicher Schaden, den wir hier austeilen. So, wir gehen jetzt rüber. Ja, wir haben schon mittlerweile eine recht gute. Oh, Entschuldigung, da wollte ich jetzt. Eine ordentliche Gruppe. Schon richtig lange mittlerweile. Ich festgewurzelt bin. Einladen. Ordelswaffen und Rüstung. Super. Ihr wollt? Auf, fein. Jetzt kann ich meinem Papi zeigen, dass ich den Laden schmeißen kann. Ist ja nicht meine Schuld, dass ich ein bisschen langsam bin. Schließlich hat er mich auf den Kopf fallen lassen. Die Wasserpfeife, die mir mein Freund hat, garantiert nichts damit zu tun. Okay. Zeigt mir eure Schwerter und Keulen. Wir haben alle möglichen Schwerter und anderes Zeugs.
Das ist super. So, was haben wir denn hier? Oh ja, die macht schon ein bisschen mehr Schaden. Blitzklinge. Interessant. Eine Locherbi-Axt nennt man das, glaube ich. Ist nach dem Bäcker die Straße runter benannt. Und der heißt Lockerbie, glaube ich. Ja, kaufen. Wir haben so viel Kohle. Ich nehme das Ding. Sehr gute Wahl. Wenn ihr segeln geht, könnt ihr das Ding sogar als Anker nehmen. Ich brauche etwas für den Nahkampf. Wir haben alle möglichen Schwerter und Dings. Anderes Zeugs. Ja, ja. Den will ich jetzt aber dann... Nein, danke. Nicht. Was ist ein Dolch? Ein Dolch, kann ich sagen. Ich würde mir gerne eure Bögen ansehen. Bögen? Lungenholzbogen. Schwarzdornbogen. Interessant. Wartet. Gleich fällt's mir ein. Ein Kurzbogen. Nein. Nein. Ein Langbogen. Ein Dunkeldorn-Langbogen. Nein, wartet. Ein Schwarz-Dings-Langbogen. Ein Bogen. Ja, genau. Das ist es. Details in den Enden. Ich nehme das Ding. Hey, passt auf, wo ihr mit dem Ding hinzeigt. Weil? Auf Wiedersehen. Für Gott. Sonst hast du ja nichts, ne? Aber wieso kann ich hier was kaufen? Dude, so heiß ich. Dude, ja, wirklich? Auf Wiedersehen. So, ja, schön. Neue Waffen. Ach, du herrlich. Läuft bei uns. Oh, Gegner. Grüßt und herzlich willkommen, des Baden Ruf hab vernommen. Hier seht, es gibt auch anderes Zeug, so schaut euch nur um und ich hoffe es erfreut. Zum einen gibt's hier den Rest der Playlist, dort drüben klickt ihr, falls ihr noch was vermisst. Zu guter Letzt kommt noch das Beste zum Schluss. Ein Abo hier unten, doch das ist ganz klar kein Muss. Es freut mich, dass ihr noch da seid. Wenn schief geht, dann tut es mir sehr leid. Ich weiß, was soll ich nur tun? Wie sonst käme ich je zu Reichtum und Ruhm? Glaubt mir ruhig, schon viel was getan. Gebracht hat es nichts, nur ein Liebling spontan. Und falls ihr es bisher echt auskannten habt, dann gebührt euch Respekt, und das ist ein Fakt. Und vielen Dank, es erfreut mich sehr. Schaut wieder vorbei, denn bald gibt es noch mehr. Ein Däumchen nach oben, dann gibt's auch einen Kuss. Jetzt wird der Blödsinn aber groß, also ist jetzt mal Schluss.